und herzlich willkommen zur Traumflieger-Equipment-Demo. Heute geht es um die brandneue Canon EOS 5D Mark IV. Hier habe ich sie, 4.065 Euro. Ja, das ist für den einen oder anderen sicherlich ein Schock. So eine hohe Preisklasse für eine, ja, einen Markterfolg, einen Welterfolg kann man sagen, die EOS 5D-Klasse. Besonders die 5D Mark II ist damals eingeschlagen, war aber deutlich günstiger. Dann kam die 5D Mark III, alles so im 3- bis 4-jährigen Turnus. Die wurde schon etwas teurer, um 3.300 Euro, Autofokus aufgebohrt, professionelleren Body kann man sagen. Und jetzt kommt die EOS 5D Mark IV, hier habe ich sie, UVP 4.065 Euro, also nochmal kräftig aufgestockt. Das, ja, das wird das ein oder andere Budget dann doch extrem belasten, muss man sagen, weil es ist eine sehr populäre Kamerareihe. Die 5D Mark III haben wir nachgeguckt vor einiger Zeit bei Flickr weltweit die am meisten benutzte spiegellose oder DSLR-Systemkamera. Die Handys werden noch häufiger benutzt, aber von den DSLR bzw. spiegellosen Systemkameras. 5D Mark III weltweit die am meisten benutzte Kamera. Ja, und jetzt haut Canon einen Preis raus, der für viele nicht mehr erreichbar ist oder nicht mehr attraktiv ist. Nichtsdestotrotz, die 5D Mark IV ist top ausgestattet und was sie kann, will ich Ihnen hier einmal zeigen. Was ist neu an der EOS 5D Mark IV? Äußerlich erstmal nicht viel, außer dass der Schriftzug hier Mark IV heißt, das ist klar. Aber sie sieht doch sehr ähnlich aus vom Design wie die bisherige 5D Mark III oder auch EOS 5DS. Die 5D Mark III habe ich hier, also der direkte Vorgänger, in meiner linken Hand. Und in meiner rechten die 5D Mark IV von vorne. Kein großer Unterschied, aber hier unten ist die Buchse nach vorne gewandert. Die Fernauslöserbuchse an der 5D Mark IV aus Platzgründen. Aber vom generellen Design kein großer Unterschied. Auch vom Gewicht nicht so riesig. Wir haben es ausgemessen. Die ist etwas leichter geworden. Die 5D Mark IV wiegt jetzt 910 Gramm mit einer CF-Karte und dem Akku drin. Das gleiche hier an der 5D Mark III haben wir 974 Gramm gemessen, also 64 Gramm leichter. Das spielt keine große Rolle, aber ist natürlich nicht schlecht. Ein bisschen weniger Gewicht knüpft man gerne mit, denke ich. Und ja, da hat Canon also ein bisschen optimiert. Die Rückseite sieht fast wie ein Klon aus. Ich kann es hier nochmal zeigen. Also rechts in meiner rechten Hand die 5D Mark IV. In der linken die 5D Mark III, sehr, sehr ähnlich. Die generellen Bauelemente sind identisch. Großes Daumenrädchen und Z-Taste. Dann haben wir den Audio, den Video-Live-Bild-Umschalter oben. Da kann man sehen, die 5D Mark IV hat jetzt die Bezeichnung nach unten gebracht. Also die Icons für Racket und Foto-Live-Bild stehen jetzt nicht mehr oben, sondern unten. Und der Wahlschalter ist dann von der Erhebung her nach oben gewandert. Das ist etwas leichter im Zugriff. Auch der Joystick ist etwas verbessert worden, weil der ist hier etwas angegraut. Das haben wir an der 5D Mark III noch nicht. Also es sind kleine Detailverbesserungen zu finden. Und hier gibt es jetzt noch einen Autofokus-Bereichswahlschalter. Der ist jetzt ganz neu, erstmalig bei Canon zu sehen. Also hier so ein kleiner Schalter. Den haben wir hier nicht an der 5D Mark III. Canon hat so einen kleinen Hebel auch schon an der 7D Mark II eingeführt, aber mit einer etwas anderen Intention. Hier geht es jetzt in der Vorbelegung darum, die Autofokus-Bereichsfelder auszuwählen. Also immer Spot-Autofokus, normaler Einzelfeld-Autofokus, Felderweiterung, automatische Messfeldwahl, um das durchzusteppen. Kann man da einfach raufdrücken oder man kann ihn auch umbelegen über die Custom-Steuerung. Dann, ja, kann man verschiedene Dinge einstellen, vor allem den ISO-Wert kann man dann triggern, das ist sehr interessant und das geht eben auch an der 7D Mark II, aber hier gibt es eben, ja, das ist eigentlich ein Taster, den drückt man runter, den kann man auch gedrückt halten, also wenn ich hier gedrückt halte, kann ich ja nicht nur die Messfelder durchschalten, sondern wenn ich es umkonfiguriere, auch den ISO-Wert entsprechend, da halte ich ihn fest und drehe das Hauptwahlrädchen. Also der ist neu und ich finde ein echter Mehrwert, muss ich sagen, eine schöne Sache, aber ansonsten hat sich nicht viel getan, außer der Monitor ist jetzt etwas höher auflösend, nach wie vor 3,2 Zoll.
aber nicht mal 1,04K auflösend wie am Vorgänger und an einigen anderen Canon DSLR auch, sondern 1,6 Megapixel, also etwas höher auflösend, nach wie vor Clearview 2, also mit auch sehr von der Seite einblickend guten Ablesewinkel. Also ich kann sogar hier von ganz schräg oben alles noch gut erkennen, also Ablesewinkel nach wie vor hervorragend. Aber das Besondere ist, wir haben jetzt einen Touchscreen. Und zwar habe ich jetzt hier den Schnelleinstellbildschirm und wenn ich da jetzt was verändern möchte, zum Beispiel drücke ich erstmal hier auf die Q-Taste. So, jetzt muss ich erstmal erwischen. Jetzt habe ich sie erwischt. Zum Beispiel hier kann ich das Bildformat ändern. Einfach per Fingertouch, mache das jetzt über Kopf. Aber Sie können sehen, es gibt auch ziehende Gesten. Und das geht natürlich nicht nur im Schnelleinstellbildschirm. Ich gehe mal zurück. Ich kann jetzt hier noch eine ziehende Geste zum Beispiel für den ISO-Wert benutzen. Hier kann man das ja nochmal sehen. Hat sogar noch ein bisschen Nachlauf. Also eine hervorragende Abstimmung. Der Touchscreen von Canon, den gibt es ja schon, sagen wir mal, bei der 70D oder der dreistelligen Klasse. Ab der 650D aufwärts, gilt als branchenführend, muss man sagen, von der Intuitivität und von der Vielzahl der Zugriffe. Also auch hier in der klassischen, hervorragenden Canon-Manier zu finden, geht natürlich auch im Menü. Also wenn ich ins Menü rein will, kann ich jetzt hier die Karteireiter oben anwählen oder Unterkarteireiter. Und ja, hier kann ich jetzt auch irgendwelche Einträge wählen. Viele brauchen das vielleicht gar nicht, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Aber wenn man da erstmal mit angefangen hat oder auch im Mischbetrieb arbeitet, das ist wirklich eine super Sache. Man kann mit zwei Fingern arbeiten, aber der Haupteinsatzzweck ist dann im Prinzip, dass man dann im Fotoleitbild arbeitet und einen Touch Autofokus nutzen kann. Der kann jetzt sogar auslösen, also mal hier über meinen Rücken, ne, der löst gleichzeitig aus. Jetzt bin ich hier schon auf Mindestdistanz, deswegen da will er jetzt nicht, weil ich die Mindestdistanz unterschritten habe. Ja, und das ist gleich die nächste große Innovation, dass wir hier Dual Pixel haben. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die schlagendste Innovation, das, wo die Leute dann immer nachfragen, wie viel Megapixel hat die Kamera eigentlich? Vorgänger 22 Megapixel, jetzt haben wir 30, also ist aufgestockt worden um 8 Megapixel, 30 Megapixel. Wir haben ja schon mal Canon 50 Megapixel in der 5DS-Klasse und ja, Nikon und Sony und Pentax sind bei 36 oder 42 Megapixel und Canon hat sich überlegt, ja gut, wir stocken zwar ein bisschen auf, aber jetzt nicht so viel. Dafür haben wir aber auch die Sehbildgeschwindigkeit erhöht. Sehbildgeschwindigkeit haben wir also hier jetzt statt beim Vorgänger mit 6 Bildern pro Sekunde im schnellen Sehbildmodus gehen wir jetzt hier auf 7 Bilder pro Sekunde, also ein Bild schneller pro Sekunde, reicht ungefähr für 19 unverzögerte RAWs in Folge. Wenn man eine schnelle Speicherkarte hat, wartet man nicht lange, ungefähr 3-4 Sekunden, dann ist der Puffer wieder frei. Das gilt übrigens auch für das Speicherkartenfach, wenn man die SD-Karte benutzt. Wir haben das ausgemessen, also wenn wir hier eine CF-Karte einlegen, eine schnelle, schafft sie sogar 160 MB pro Sekunde, also speichert extrem schnell, die schnellste Messung, die wir bisher gemacht haben, UDMA 7. Oder hier habe ich jetzt eine SD-Karte, auch eine etwas schnellere, ist aber noch in dem UHS 1 Standard, gibt ja auch UHS 2, aber nicht an der Kamera hier, bei Canon derzeit noch nicht UHS 2, aber UHS 1 haben wir hier. Die hat jetzt eine nominelle Schreibgeschwindigkeit von 95 Megabyte pro Sekunde und genau das haben wir auch geschafft. Und wenn man das jetzt zu 5D Mark III vergleicht, da haben wir 107 Megabyte bei den Compact Flash Karten gemessen, also nicht ganz so schnell. Aber mit der SD-Karte, wenn man die auch benutzt, sagen wir für Datensicherungszwecke oder parallel auf der einen RAW, auf der anderen JPEG, dann ist man auf die langsame Geschwindigkeit zurückgefallen, sobald man das SD-Kartenfach angesprochen hat, ungefähr auf 22 Megabyte pro Sekunde, also auf ein 5 ungefähr von dem, was man mit der CF-Card hätte erreichen können, wenn man nicht die SD-Karte noch mitgenommen hat oder auch nur allein angesprochen hat. Hier haben wir 95 Megabyte pro Sekunde, also mehr als die vierfache Geschwindigkeit. Das SD-Kartenfach, wenn man eine schnelle Karte hat, ist deutlich performanter geworden. Musik.
Auch der Autofokus ist überarbeitet worden, allerdings nicht so gravierend, dass wir jetzt zum Beispiel eventuell mehr Autofokusfelder hätten. Die sind gleich geblieben, 61 Autofokusfelder, aber der Autofokus ist empfindlicher geworden. Wir haben jetzt eine Lowlight-Empfindlichkeit bis minus 3 EV, also das ist so Mondscheinhelligkeit. In extrem Lowlight kann man hier noch sucherbasiert sehr gut den Autofokus benutzen. Und am Vorgänger war es der minus 2 EV an der 50 Mark III, also eine Lichtstufe empfindlicher geworden. Wenn man in die Live-View geht, hat man sogar minus 4 EV. Aber wir haben jetzt auch eine Unterstützung bis F8 mit allen Autofokusfeldern, also Telekonverter-Einsatz wird hier unterstützt. Wenn man jetzt einen 1,4-fach Telekonverter und ein Teleobjektiv mit 5,6 auf F8 oder ein F4er mit einem 2er Telekonverter, hat man auch F8. Und am Vorgänger ging es nach dem Firmware-Update dann nur mit dem zentralen AF-Feld. Und hier haben wir jetzt alle Autofokusfelder und 21 Felder sind dann sogar noch mit Kreuzfunktionalität. Also das hat Canon verbessert. Die Autofokusfelder im Sucher sind im Prinzip identisch angeordnet. Canon spricht davon, dass sie sich ein bisschen weiter aufgespreizt hätten. Wir haben das aber ausgemessen ganz genau. Da ist kein wesentlicher Unterschied. In der Höhe hat man eine etwas größere Aufspreizung. In der Breite ist die 5D Mark III nach unserer Untersuchung sogar noch eine kleine D breiter. Summa summarum tut sich da nicht viel. Also Autofokus-Feldabdeckung ist gut, kann aber schon eng werden, wenn man jetzt ein Porträt, sag ich mal, im Hochformat macht, möchte auf den Kopf und so ein Halbformat, ein Halbporträt machen, dann kann es schwer werden, da oben dann noch die Augenpartie zu erreichen. Nichtsdestotrotz, der Autofokus ist insgesamt verbessert worden, aber besonders durch den Dual Pixel. Ich hatte es vorhin ja schon im Videomodus gezeigt oder in der Live View mit dem Touch Autofokus haben wir also hier im Videobetrieb oder in der Foto-Live-View. Ich gehe nochmal in die Foto-Live-View rein. Also diesen Touch-Autofokus, der löst jetzt hier auch direkt aus. Das kann ich aber abstellen, wenn ich will. Das ist schon mal eine schöne Sache. So, jetzt haben wir nur den Autofokus. Und der ist pumpfrei und extrem schnell. Der normale Autofokus haben wir ausgemessen. Der liegt so um die 0,3 Sekunden. Die Kamera startet auch entsprechend schnell. Ich kann es noch mal kurz zeigen, wie schnell sie ist. Also wenn ich jetzt spontan aufnehmen möchte, schalte ich ein und habe jetzt gleich ausgelöst, sogar mit Autofokus. Also es geht instant, das ist nicht das große Thema. Auch der sucherbasierte Autofokus kommt immer aufs Objektiv und die Helligkeit an bei guter Umgebungshelligkeit, 0,3 Sekunden bei 50 mm von unendlich auf 1 Meter. Das ist so branchenüblich, also ziemlich schnell muss man sagen, aber nicht der absolute Rekordwert. Also das kennt man von Canon, das geht im One-Shot-Betrieb flott, aber das Ganze haben wir jetzt in der Live-View. Auch diese Geschwindigkeit, das gab es am Vorgänger noch nicht. Also auch hier rasend schnell muss man sagen. Auch diese 0,3 Sekunden haben wir dann mit dem gleichen Objektiv gemessen. Und es ist ein kontinuierlicher Autofokus auch da. Man kann das hier auch im Serienbildmodus nutzen. Also wenn ich hier den Serienbildmodus einstelle, habe ich sogar, wird das unterstützt mit Servo. Also wenn ich hier auf Servo gehe, kann ich also die Live-View genauso wie im Sucher jetzt auch mit diesem Dual Pixel benutzen. Und Dual Pixel heißt, die Pixel sind geteilt in zwei Segmente und damit kann Canon eine Abstandsmessung mit allen Pixeln durchführen. Es wird dann auf eine 80% Fläche gemacht, aber das ist das Tolle, Canon kann im Prinzip alle Pixel nutzen und eine pumpfreie kontinuierliche Autofokussierung machen und das kann man auch im Serienbildmodus in der Foto-Live-View und nicht nur im Videomodus nutzen und hier auch den Touchscreen benutzen. Also das ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Funktioniert hervorragend. Der branchenführende Autofokus in der Live-View und im Videomodus, muss man sagen, ist Canons Dual Pixel Autofokus. Schauen wir noch mal kurz ins Menü rein. Was ist denn noch neu? Oder schreiben wir mal anders. Was ist nicht neu? Ich bin jetzt hier im zweiten Karteireiter. Das sind die AF Cases. Die kennt man schon vom Vorgänger. AF Case 1 bis 6. Für den Servo Autofokus gedacht, um Standardsituationen einfach abzudecken, ohne sich große Gedanken zu machen.
Da ist nichts großartig Neues zu finden. Es gibt ein paar Kleinigkeiten. In der Live-View kann man jetzt den Video triggern, beziehungsweise Start-Autofokus-Feld kann man auch wählen. Aber wir haben jetzt hier, gehe ich nochmal rauf, auch was Neues, einen Intervall-Timer. Den hat Canon mit der EOS 5DS eingeführt, auch an der 80D eingeführt. Und hier haben wir ihn jetzt auch. Intervall-Timer heißt, ja, ich kann zeitgesteuert hier hinterlegen und braucht kein externes Gerät mehr. Die Kamera kann intern auslösen, auch im Langzeitbelichtungsmodus möglich. Also hier ist es jetzt eingegraut. Wenn ich hier aber auf B für Bulb-Modus schalte, dann kann ich auch Langzeitbelichtung von der Zeit als Intervall hinterlegen. Man muss also nicht die ganze Zeit den Auslöser festhalten, was sich ja sowieso nicht empfiehlt. Oder einen externen Fernauslöser mit Arretiermechanismus benutzen zum Beispiel, sondern kann eben auch den Langzeitbelichtungstimer nutzen. Dann haben wir noch eine Anti-Flacker-Funktion, eingeführt mit der EOS 7D Mark II und auch in den hochwertigen Folgemodellen auch hier zu finden, also unter Kunstlicht mit 100 oder 120 Hertz. Hier Anti-Flacker-Funktion, damit es nicht zu Helligkeitsschwankungen führt, ist sicherlich eine Hilfe unter Kunstlicht, zum Beispiel Hallensport und ähnlichen Dingen. Hier einmal neu, GPS haben wir hier, GPS-Einstellung. Da kann sie die Geodaten nutzen, nutzt sogar drei verschiedene Satellitensysteme. Nicht nur die amerikanischen Navstar, sondern auch die russischen GLONASS und japanische Satelliten werden angesprochen. Also reichhaltige Auswahl. Und es gibt auch eine Tracking-Funktion. Man hat eine Routenaufzeichnung, allerdings kein Digitalkompass. Und es gibt eine Software im Lieferumfang, wo man dann die Routen auch verfolgen kann. Auch in Lightroom kann man dann einfach raufklicken und dann wird eine Google Map direkt in Lightroom eingeblendet, um dann anzuzeigen, wo hat man die Bilder aufgenommen, alles hier eingebaut. Also GPS vor allem unterwegs für Reisen, für Reisezwecke sehr interessant eingebaut. Und da gibt es bei Canon nicht viele, die das schon eingebaut haben. EOS 6D oder 70, nee, die EOS 6D und 7D Mark II hat das eingebaut. Und jetzt an der 5D Mark IV auch dabei und dann geht es aber weiter, gleich darunter auch eine Besonderheit, Wi-Fi, internes Wi-Fi haben wir hier, also Kommunikationseinstellungen, das kann ich jetzt hier aktivieren zum Beispiel. Hier kann ich jetzt auswählen, welche Kommunikationseinstellungen ich nutzen will. Am interessantesten für mich zum Beispiel ist die Wi-Fi-Steuerung, die Smart-Geräte-Steuerung, um mich mit einem Handy oder Tablet zu verbinden. Und da gibt es ein Highlight bei Canon. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, ganz ehrlich. Seit Jahren fordern wir, unterstützt den Videomodus, weil man das Smartgerät mit Live-Bild nutzen will. Bisher war der Videomodus völlig abgeklemmt, egal ob an der 70D, 80D oder in den kleineren Klassen 760D, 750D und noch weiter runter. Abgeklemmt, nicht zu machen bei Canon Wi-Fi-Funktion. Jetzt geht es mit dem Video-Live-Bild sogar direkt aus der App heraus. Braucht nur auf einen kleinen Soft-Button zu drücken. Kann von Foto auf Video-Live-Bild inklusive Video-Live-Bild das über Smart-Gerät nutzen. Und ich finde, das ist wirklich spannend, dass Canon das gemacht hat. Damit erweitert man doch seinen Horizont. Ja, das sind sehr viele neue Funktionen, aber für viele am interessantesten, wie ist da nun die Bildqualität im normalen Fotomodus? Hervorragend muss man sagen, wir haben es ausgemessen auf im Schnitt 23% Vorteil gegenüber der 5D Mark III, also ein Auflösungsplus von 23%, also nicht ganz den nominellen Sprung, den man für 8 Megapixel vielleicht hätte erwarten sollen, aber doch ein gutes Stück mehr an Auflösung können wir nachweisen. Wir liegen so etwas über 4000 Linien, 4160 Linien haben wir im Labor ausgemessen und an der 5D Mark III haben wir rund 3300 Linien ausgemessen, also ein deutliches Plus können wir nachweisen. Die 30 Megapixel sind durchgereicht und das RAW-Format ist jetzt auch endlich nicht mehr so rauschanfällig. Das war ja immer noch ein riesen Kritikpunkt, hat sich vielleicht schon rumgesprochen seit der EOS 80D 1DX Mark II. Hat Canon da was gemacht? Da gibt es einen Onboard-AD-Wandler, der effektiver und weniger rauschanfällig ist. Und den hat Canon hier auch an der EOS 5D Mark IV verbaut. Und im RAW-Format, vor allem beim tiefen Aufhellen in den
ISO-Basiswerten dann eher. Kommen wir schon an den branchenführenden Zonensensor in etwa heran, nicht ganz von der Rauschanfälligkeit, aber fast. In Lightroom sind dann aber die Kontraste meines Erachtens besser aufbereitet, zumindest in tiefdunklen Schattenbereichen. Unterm Strich würde ich sagen, ja, Canon ist jetzt doch an den branchenführenden Sony-Sensor, der wird ja auch von einigen anderen noch mitbenutzt, schon herangekommen, zumindest der Abstand nicht mehr groß. Ich denke, in der Praxis wird man keine großen Einbußen haben und das natürlich ein Riesenfortschritt, den Canon da hat. Und jetzt hat Canon noch eins oben drauf gepackt. Dual Pixel RAW. Immens beworben als der Durchbruch, eine sensationelle neue Technologie. Dieses Dual Pixel RAW Format ermöglicht mir ein paar Dinge, die bisher in der Fotografie schlichtweg nicht vorstellbar waren. Meine Schärfenebene ein bisschen nach vorne oder hinten verschieben, neu justieren. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Lichtfeldfotografie. Das heißt, es ist ein ganz anderes Thema. Ich kann nicht irgendwo hin fokussieren, sondern es ist dafür gedacht, wenn sich mein Motiv im Moment des Auslösens ein bisschen bewegt hat und die Schärfe bei einem Porträt zum Beispiel nicht exakt auf dem Auge liegt, sondern vielleicht auf der Augenbraue, ein bisschen auf der Nase oder ein bisschen weiter nach hinten Richtung Ohr, dann kann ich das, wenn das mein perfekter Gesichtsausdruck wäre, kann ich da die Schärfenebene ein bisschen anpassen. Man kann jetzt in einer RAW-Datei mit einmal auslösen, Dual Pixel RAW einstellen und Canon sagt, jetzt kann man nachträglich noch den Fokus verlagern. Wenn er nicht auf dem Punkt ist, macht das nachträglich in der Software mit Digital Photo Professional. Das ist im Lieferumfang der RAW-Converter. Hier ist der Menüeintrag, Dual Pixel RAW, kann ich aktivieren. Die RAW-Datei verdoppelt sich von der Größe ungefähr so auf 65 MB. Sie ist ein bisschen langsamer im Start und die eine oder andere Funktion ist dann eingeschränkt. Aber wie effektiv ist denn das? Kann man das wirklich als praxisnah einstufen? Ich meine, nein, das ist nicht praxisnah. Die Shift-Möglichkeit, um den Fokus zu verlagern, ist einfach viel zu gering. Man kann nicht von der Nasenspitze aufs Auge nachfokussieren. Man kann höchstens von einem Augenwimpern Härchen auf ein anderes fokussieren, wenn man jetzt so ein Porträt gemacht hat. Mehr geht da nicht und das ist viel zu wenig. Meines Erachtens sind die Praxisnachteile, dass man Riesendateien mit sich rumschleppt, langsamer beim Auslösen ist, wiegen das nicht auf, diesen kleinen Vorteil von, zumindest für die Fokusverlagerung. Man hat noch andere Möglichkeiten. Man kann das Bouquet verschieben, auch nur in einer geringen Bandbreite. Aber sehr interessant dabei, wenn man stereoskopische 3D-Aufnahmen machen will, kriegt man einen räumlichen Eindruck. Es gibt ja auch so dieses Google-Glas, sag ich mal, wo man sein Smartgerät dann vor die Augen steckt. Gibt es ja so Fokussierlinsen dann da drin. Da kann man sich das auch so zurechtbauen, mit einer einzigen Aufnahme einen 3D-Effekt erzielen. Das finde ich schon interessant. Hat Canon bisher noch gar nicht beworben. Wir haben aber gesehen, das sieht sehr gut aus. Eine spannende Möglichkeit für 3D-Fotografen. Und ja, dann kann man noch so Geisterbilder so ein bisschen verschieben. Hab noch keine überzeugenden Ergebnisse gesehen. Dual Pixel RAW insgesamt, vor allem das Interesse ist ja sehr groß an dem Fokus-Shift. Meines Erachtens Spielkram, können Sie vergessen. Die Bilder werden auch insgesamt etwas unschärfer. Machen Sie sich nicht die größten Hoffnungen. Es gibt sicherlich die ein oder andere Anwendung, aber dass man jetzt wirklich ein gutes Stück die Schärfe verlagern kann, das ist leider nicht so. Also ein bisschen überzogen in der Außendarstellung meines Erachtens. Dual Pixel RAW macht aber nichts. Man muss es nicht benutzen oder kann es von Fall zu Fall einsetzen. Aber es ist nicht das Riesending. Das Riesending ist ein anderes hier. Das Riesending ist die Summe der Innovation. Da ist einfach so viel mehr Neues drin. Das ist einfach unglaublich. Aber es sind bekannte Funktionen. Da ist jetzt nicht so viel Brandneues drin. Wir haben auch HDR-Video, zumindest in Full HD. Und schnellere Datenraten. 4K-Video habe ich noch nicht erwähnt. Das sei erwähnt. 4K-Video. Mit 4096x2160, das ist dieses Sine 4K und nicht das gängigere UHD, also Ultra HD hat ja sonst 3840x2160, hier haben wir 4096, also 17 zu 9 statt 16 zu 9, so ein Überformat. Kann man hier mit bis zu 30 Bildern progressiv nutzen, auch mit 25 und 24.
Man kann daraus auch Einzelbilder extrahieren, das ist sehr interessant. Dann hat man 8,8 Megapixel JPEGs, die kann man dann hier direkt in der Kamera auf der Speicherkarte auch mehrere aus einem Video ablegen, so nacheinander zumindest. Sehen auch sehr gut aus, sehr gute Qualität, sehr gute Schärfe, unterscheidet sich nicht von JPEGs, zumindest wird ein innerer Kern ausgeschnitten mit der gleichen Schärfe, soweit wir das bei ISO 100 untersucht haben. Eine ganz tolle Möglichkeit. Da gibt es auch noch mehr Möglichkeiten. Da gehen wir zum Beispiel in der Traumflieger Makrowelt Ausgabe Nummer 2 noch ein bisschen drauf ein, dass man das auch fürs Fokusdecken benutzen kann, um die Schärfentiefe im Makrobereich auszudehnen. Wirklich sehr interessant, 4K-Video. Da braucht man eigentlich gar keine Funktionen wie die Olympus und Panasonic mit einigen Fokusfunktionalitäten auch einbaut. Das braucht man im Prinzip alles gar nicht. Wie das funktioniert, darauf gehen wir dann später noch ein bisschen ein. Also 4K-Video nicht nur für Filme interessant, sondern auch zum Beispiel im Makrobereich oder wenn man Einzelbilder extrahieren will. Es gibt natürlich die eine oder andere Nebenwirkung. Rolling Shutter Effekt, da hat man elektronischen Verschluss. Da gibt es dann auch bei Schwenks so eine leichte Verbiegung. Das ist derzeit noch ungelöst, das Thema, aber kein so Riesending, wie ich meine. Aber wir haben noch einen Kropffaktor von 1,7. Also wenn man jetzt Weitwinkelobjektiv ansetzt, geht in 4K-Video rein, dann geht man über das APS-C-Format sogar hinaus noch. Also man zoomt sich noch weiter ein, der Bildwinkel wird stark eingeengt. Man kommt dann also mit einem 24 mm eigentlich ein Weitwinkelobjektiv auf 41 mm in der Bildwirkung, weil Canon hier einen inneren Kreis auch schneidet. Dafür werden die Pixel dann auch 1:1 ausgelesen. Deswegen hat Canon auch eine super Qualität in 4K. Wir haben es ausgemessen, also die nominelle Auflösung schafft Canon. 2160 Pixel kriegt Canon da raus in der Bildhöhe und das ist schon klasse. Also eine Top-Qualität kann man erwarten, zumindest die Detailschärfe, auch wenn man Einzelbilder extrahiert, hervorragend. Aber Nebenwirkung 1,7-fach Crop, nicht unbedingt für Naturfotografen schlimm, die freuen sich sogar. Die benutzen auch gerne APS-C-Format, um diese Brennweitenverlängerung zu kriegen. Aber für, ich sag mal, Normalanwender, Standardanwender, die wollen natürlich ihr Standardobjektiv drauf haben. Canon 24-105er von Weitwinkel in den erweiterten Telebereich rein. Jetzt kommen sie nicht mehr in den Weitwinkel rein im 4K-Video. Das ist schon, im Schnitt nicht ganz so toll. Spezialanwender werden sich freuen und sagen, super, ich kriege mehr Telebrennweite. Aber in der Standardanwendung nicht so toll. Und jetzt hat man noch riesen Dateien. Und zwar mit 500 Megabit pro Sekunde. Eine 64 GB Speicherkarte ist in 16 Minuten voll. Da geht keine Minute weiter drauf. Ja, und gängig ist eigentlich so 100 Megabit, teilweise 60 Megabit. Da kriegt man 8-mal mehr auf eine 64 GB Speicherkarte über 2 Stunden. Hier nur 16 Minuten. Also da gibt es doch so ein paar Nebenwirkungen mit dem 4K-Videomodus. Aber jetzt, um nochmal den Bogen zu spannen, das ist natürlich dabei. Man kann auch Full HD weiterhin nutzen, auch mit den gängigen Bildformaten, mit dem gängigen Codec. Hier haben wir jetzt unglaublich viel, 30 Megapixel aufgestockt. Sie ist leiser geworden. Sie hat mehr Funktionalitäten von den Tasten. Sie ist erweiterbar, konfigurierbar. Wir haben den Touchscreen. Wir haben den Dual Pixel Autofokus für einen Serienbildmodus in der Live-View im Fotomodus oder im Videomodus und den branchenführenden Autofokus im Videobetrieb oder Pull-Focus-Effekte kann man erzielen. Sie hat ein neues Spiegelschwingsystem mit Nockenwellen bekommen, ist also deutlich leiser geworden. Sie hat eine höhere Serienbildgeschwindigkeit, sie hat mehr Geschwindigkeit beim Speichern der Daten. Das zweite SD-Kartenfach ist deutlich schneller geworden. Dann hat sie eingebautes Wi-Fi, eingebautes GPS, den eingebauten Timer, Anti-Flicker-Funktion und. Also richtig satt. Und das kostet eben auch entsprechend viel. 4.065 Euro. Also das strapaziert nicht nur das eine oder andere, sondern viele Budgets. Und ich meine, Canon
macht da einen Fehler. Man kann nur hoffen, dass der Marktpreis absinkt. Ich würde sagen, hier hätte Canon 3000 Euro ansetzen sollen und hätte ein riesiges, dankbares Publikum und ein begeistertes Publikum erreichen können. Und mit 4.065 Euro, gut, da ist dann der Euro-Dollar-Wechselkurs natürlich auch noch schuld. In den USA liegt das 2.500 Euro, meine ich. Da ist aber keine Steuer drin. Aber da gibt es also auch einen schlechten Wechselkurs, deswegen ist das hier auch noch entsprechend hoch, 4.065 Euro. Ja, was hätte ich noch gerne gesehen? Einen Klappmonitor für Makroanwendung wäre doch super gewesen und mechanisch ohne weiteres sehr hochwertig zu machen. Das machen andere Hersteller auch, aber Canon weigert sich da noch. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen und auch einen internen Videostabilisator. Also wir haben jetzt so viele tolle Videofeatures mit den Ausnahmen, mit dem Crop und dem riesen Datenvolumen. Aber ein Videostabilisator wäre hier noch ganz toll gewesen, um Kamerafaden freihand stabilisiert zu machen. Das sind noch so die ein oder anderen Nebenwirkungen. Das Schlimmste ist der hohe Preis. Ansonsten eine wirklich fantastische Kamera, ein Update, was auch den Namen verdient hat, muss man sagen. Canon hat da unglaublich viel gemacht. Es ist eine erstrebenswerte, fantastische Kamera. Sicherlich gehört sie zur Branchenspitze in der Summe der Funktionalität. Nur der Preis ist dann eben die Kehrseite. So viel zur EOS 5D Mark IV. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.